Klassenerhalt mache, das ist sehr verständlich. Fange ich doch einfach mal an. Lieber verehrter Herr Schneider, da hinten im Vorgeraum. Wir freuen uns außerordentlich, Sie heute Abend bei uns begrüßen zu dürfen. Um 18 Uhr haben Sie bereits die 8 Filme Ihre Carte Blanche vorgestellt und sozusagen als Cinephile, wie als professioneller Komiker und Musiker und Schauspieler und nicht zuletzt als Regisseur über die Kriterien Ihrer Auswahl dieser 8 Filme gesprochen, die bei uns in diesem Monat hier im Kino zu sehen sein werden. Wer dieses Nachdenken von vorhin über Filmgeschichte, Vorbilder, Genres, Schauspieler, das Verhältnis von Jazz und Schlager und die Bedeutung des großen Schweigens im Film verpasst hat, dem oder derjenigen empfehle ich Helge Schneiders Videobotschaften, die vor jedem seiner Wunschfilme hier bei uns im Kino laufen und wer dann zufällig mal nicht dabei sein kann, vor allem auf unseren Webseiten, also Internetseiten, wie auch auf YouTube. Ich würde sagen, verpassen Sie das auf keinen Fall. Das sind großartige Inszenierungen des Nachdenkens über Film. Noch frisch unter dem Eindruck der Jagd auf Neil Baxter, Teil 1 sozusagen, der auf wie viele Folgen auch immer angelegten Serie, freuen wir uns über die, ganz besonders über die Hessen-Premiere und natürlich die Preview des neuesten Werkes von Helge Schneider. Herzlich willkommen. 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse. Und an dieser Stelle darf ich sehr herzlich Ulf Israel, den Geschäftsführer der Produktionsfirma Senator Film, begrüßen. Guten Abend. Ursula Vossen, sie zieht es hier vor zu stehen da hinten, von Hessen Film. Jetzt bleibt mir eigentlich nicht viel zu viel für Spaß, ich bin überrascht, wie die Sonne und die Sonne ist. Ich gehe jetzt rein. Mhm. Und nachher, ich komme ja noch mal. Genau, klar. Darum, ne? Ich. Was ist das denn? Kack. Man muss noch dazu sagen, das wurde gerade Nummer 1 in den deutschen Albumcharts. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Gespräch. Warum weiß ich noch nicht? Hallo Helge. Hallo Heike. Zieh mir mal die Jacke aus. Ja, bitte. Nur die. Ja, ich auch. Wenn du dich ausziehst. Ja. Wir haben vorhin auch eine kurze, viel zu kurze gemeinsame Weile den ersten 00 Schneider Film gesehen, Jagd auf Neil Baxter. Du hast ihn 15 Jahre nicht mehr auf der großen Leinwand gesehen und du fandst es wirklich toll, ne? Ja, toll. Toller Film. es war. Und ich habe den wirklich auch länger, ich weiß nicht, er war ja nur am Anfang mal im Kino und dann, dann sind solche Filme ja nicht mehr im Kino zu sehen, sondern dann irgendwann im Fernsehen. So wie heute zum Beispiel Vom Winde verweht oder so, kannst du auch nur im Fernsehen gucken. Ganz selten mal im Kino, ne? Das ist ja kein Kassenschlager mehr. Da habe ich nicht mitgespielt. Ne? Aber Clark Gable. Ja, nimmt sich nicht viel. Aber tatsächlich ist es ja oft so, dass vergleichsweise Frühwerke einem dann ein paar Filme später, dass man nicht mehr mit so viel Freude die guckt, wie es dir jetzt. Doch, bei mir war es jetzt genau umgekehrt. Also ich habe jetzt. Der erste 00 Schneider Film ist ein absolutes Meisterwerk, habe ich jetzt erkannt. Ich habe den heute mal wirklich mit Spaß wieder gesehen. Ich habe das gar nicht mehr so gewusst, wie das so war. Aber was mir aufgefallen ist, auch da gab es schon Längen in dem Film. Das ist immer besonders schön, weil man dann nicht so genau weiß, ist das denn jetzt
warum und so. Und dann auf einmal geht es wieder weiter. Und das ist eigentlich ganz schön. Und da kann man ja auch ein bisschen überlegen zwischendurch mal so, wie es zu Hause aussieht, ob die Spülmaschine ausgeräumt ist und solche Sachen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen beruhigend auch, so ein Film. Ich fand aber auch die Bilder ganz toll. Und aber was mir auch aufgefallen ist, also ganz viele, die damals mitgemacht haben, die sind ja gar nicht mehr am Leben. Schon im Vorspann, die Hauptdarsteller, da war ich, glaube ich, der Einzige, der übrig geblieben ist. Ja, 5 Leute in den ersten beiden Bildern, also die ersten Vorspann. Ja. Kleinen Sprung zum Ende, Kreis der Eidechse, wären die nicht gestorben, hätten die auch einen Platz in deinem aktuellen Film gefunden? Mit Sicherheit, ja. Ja, klar. Körschken wäre dann wahrscheinlich, wie alt wäre der dann? 100? 100 nicht, aber der wär 90 gewesen. Das geht. Ich möchte da gerne mal das Stichwort, das gar nicht gefallen ist, aber das Stichwort Treue aufgreifen. Du hast eine, nenn das Kontinuität, also du hast, wenn dir Menschen mal ans Herz wachsen, dann bleiben die bei dir und Orte offensichtlich auch. Magst du ein bisschen erzählen, warum das so ist und was eigentlich passieren muss, damit tatsächlich vielleicht mal jemand aus so einem Set rausfallen kann? Naja. Kann ich jetzt, also was passieren muss oder kann, damit jemand dann nicht mehr angerufen wird von mir, wenn ich mal wieder einen Film drehe. Ich drehe ja nur alle 10, 20 Jahre. Also, okay, der letzte Film, ich glaube vor 7 Jahren oder so habe ich, nee, stimmt gar nicht. 2003 habe ich, glaube ich, gedreht hier, Jazz Club. Das ist ja auch schon 10 Jahre her. Also ich bin ja nicht von Hause aus Regisseur und Filmemacher, sondern ich trete ja auf und damit bestreite ich meinen Lebensunterhalt. Ab und zu drehe ich mal einen Film. Und die Leute, die dann mitmachen, also das ist schon kontinuierlich. Es sind immer so dieselben Gesichter, tauchen dann wieder auf. Man hat dann so eine Filmfamilie, genau wie auf der Bühne. Man hat auch immer so eine Bühnenfamilie. Und da sind aus dieser Bühnenfamilie resultiert dann auch so eine Filmfamilie irgendwie bei mir. Außerdem von Leuten, die ich auf der Straße sehe und wo ich dann frage, hör mal, hast du mal Zeit? Hast du mal Lust, einen Film zu drehen? Also das macht schon Spaß, so Leuten zuzuschauen, die eigentlich vollkommene Laien sind, die dann in eine Rolle kriechen. Das werden wir gleich sehen in dem Film. Da sind etliche Leute dabei, die spielen dann Polizei. Das ist natürlich nicht sehr, ich finde es sehr gut. Oder einer spielt eine Frauenrolle. Das habe ich ja bei meinen Filmen oft gehabt. Das resultiert noch aus dem ersten Film Johnny Flash mit Werner Nekes, der von Werner Nekes gemacht wurde. 1983 haben wir gedreht. Und da hat der Andreas Kunze, der verstorben ist vor 3 Jahren ungefähr, der hat dann mehrere Rollen übernommen, genau wie ich. Unter anderem die Rolle meiner Mutter. Das war besonders lustig. Ich war so ein Hänfling, so ein dünnes Kerlchen und der ist ja so unheimlich dick gewesen. Und das war ein tolles Bild, das war dick und doof eigentlich. Ne? Und daraus resultiert auch die Geschichte, dass ich da überhaupt gar keine... Mich interessiert halt gar nicht, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, der die Frau spielt oder den Mann. Ich habe ja in meinem neuen Film auch richtige Frauen dabei, um das mal herauszustellen. Aber auch das ist egal. Die Tante wird von einem Mann gespielt und der macht das wirklich super gut. Dann, du meinst wirklich, das wäre meine Tante. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Johnny Flash, weil ich weiß nicht, ob das ein Zitat ist oder unterlaufen ist, dass im Wendekreis der Eidechse sehr ähnlich anfängt wie Johnny Flash, nämlich ein Mann, der eine Frau ist, klingelt bei jemandem, der das nicht erwartet. Und bei Johnny Flash ist es Andreas Kunze, der als Postbote ein Telegramm liefert. Und in dem Fall bei mir, während parallel Andreas Kunze als deine Mutter dir Frühstück bereitet und auch die ganze Zeit Kaffee trinkt und ein Brötchen isst. Das hatte ich schon vergessen. Das Unbewusste kam. Also genau, Unterbewusstsein, das hat wahrscheinlich gearbeitet, ganz klar. Nachts. Mit Johnny Flash wurde ja auch so ein Mühlheimer Dreieck, vielleicht nicht etabliert, aber doch sichtbar, nämlich Werner Nekes als der Experimentalfilmer, der älteste auch, der tatsächlich sehr experimentelle Filme macht. Bekannt ist vielleicht Ulysses außer Johnny Flash.
Christoph Lingensief, der Regieassistent, glaube ich, weil es noch nicht so ganz klar, wer da was gemacht hat. Und dir Christoph damals bei Johnny Flesch hat Materialassistenz gemacht. Ja. Er hat die Filme umgedreht im Dunkelsack. Und ist ihm beim Licht geholfen. Ja, ganz begeisterter 17-jähriger Filmemacher. Hat selber Filme auch schon gemacht zu der Zeit, Super 8 auch viele. Und hat schon mit 9 oder 10 Jahren erste eigene Filme gemacht. Wann habt ihr euch kennengelernt? Nur so um die Zeit rum. Ich glaube, Werner hat gesagt, hier, ich habe da noch so einen Jungen aus Oberhausen hier, der von der Apotheke. Der Sohn eines Apothekers. Genau. Und der kann uns auch helfen. Und so. Seitdem sind wir befreundet. Und Werner und du, wie ist das zustande gekommen? Weil es war so, dass er dich, ich kannte dich vielleicht natürlich nicht damals, sondern er sagte so, ich mache jetzt hier so einen Film mit jemandem, der ist ganz interessant, der kann ganz viele Instrumente spielen, ist ganz, was zu sehen, ist irgendwie alles ganz lustig und so. Aber das war, schien jetzt nicht so, als seid ihr da schon sehr vertraut gewesen miteinander. 83. Nee, waren wir auch nicht. 83, wie alt war ich da eigentlich? 27, 28. Ich war immer in Duscho Kaffee trinken und da war der auch. Und wir kannten uns aber schon ein paar Jahre vorher. Da war noch ein anderer Filmemacher, der macht Dokumentarfilme, Rainer Komos heißt der. Für den hatte ich schon mal so Filmmusik gemacht. Der hat einen Film gemacht, zum Beispiel Wer bezahlte für Hitler. Ja. Der hatte dann die Mülheimer Region praktisch dokumentarisch erfasst, wie die damals da irgendwie Hitler kam öfter mal nach Mülheim an der Ruhr, weil da die ganzen Bonzen wohnten aus dem Stahlgeschäft. Und das hat er so aufdeckerisch, dokumentarisch irgendwie dargestellt. Solche Filme hat der Rainer gemacht. Und der Werner war mir auch bekannt als Experimentalfilmer. Zusammen mit seiner damaligen Frau, Dore O., hatte er Filme gedreht. Und ich hatte dafür bei dem Rainer Komos, der nämlich eine Siebdruckerei hatte, das weiß eigentlich gar keiner mehr. Erstmal habe ich da meine eigenen Plakate immer selbst gedruckt mit dem Rakel. In 4 Farben oder 3 Farben oder manchmal 2 Farben. Zweifarbig ist dann billiger gewesen, aber ich wollte immer 2 Farben haben. Ich habe dann eine Zeichnung gemacht und dann meinen Namen drunter und dann hatte ich DIN A3, ist ein bisschen kleiner wie der DIN A2 noch, also so groß, habe ich eigene Plakate machen können beim Rainer. Und da haben wir auch Plakate gemacht für Werner Nekes, für so Filme wie Harry Can oder Two Men, also Woman. Ihr müsst ja sagen, Uli ist es, war ja Uli ist es. Ja, der Werner und die Lore, die hatten immer so ein Faible für so Wortspielereien. So. Und daher kannte ich das. Harry Can hieß ja einer. Und ein Film hieß Lanyado. Und da habe ich immer gedacht, das wäre der Film, gab einmal Der Zorn Gottes. Mit Klaus Kinski, wie hieß der denn nochmal? Akira. Ich habe immer gesagt, Lanyado, der Zorn Gottes. Und dann hat der Rainer aber gesagt, mit dem Siebdrucken, das ist eigentlich ganz ungesund. Wir lassen das jetzt mal sein. Das ist nämlich, das ist viel so chemische Stoffe sind da in den Farben drin. Das ist ganz furchtbar. Die Lösungsmittel. Wäre das überwölkt bei den beiden, also von sowas wie einer Prägung zu sprechen durch diese beiden Filmemacher, für das, was dich als... Ja, also nicht nur die beiden, aber allein die Tatsache, dass in Mülheim Filme gemacht wurden und auch, sagen wir mal, kulturell dann auch diese Filme beispielsweise dann auch mal gezeigt wurden. Also es gab so eine Art Kino, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Es gab dann auch plötzlich gab es ein Filmbüro, hieß das. Da hat dann Volker Bertzky, den ich dann Sergei Gleitmann getauft habe, als Sekretärin gearbeitet, halbtags damals. Und den habe ich dann für die Bühne entdeckt als Gehilfe. Und mit dem habe ich zum Beispiel bei Christoph Schlingensief in einem Film mitgemacht. Ich glaube, noch vor Johnny Flesch, bevor ich Johnny Flesch gedreht habe, ein Jahr später mit Christoph Stingensief, da habe ich mal so eine Rolle übernommen mit Volker Bertzky zusammen. Ich war Adolf Hitler und Volker Bertzky war Eva Braun. Die erste. In Strapse. Das erste Mal Adolf Hitler.
Mit Vollbart, muss man sagen, er hatte so einen Bart. Gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, das will ich auch machen oder ich will es anders machen, aber was die da machen, interessiert? Ja, zu der Zeit habe ich auch schon einen Film gedreht. Ich habe sogar ein Filmdrehbuch geschrieben und das auch eingereicht. Und dann bin ich sogar nach Hamburg gefahren und da haben so vier so Leute vor mir gesessen und haben mich mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, hör mal, das kannst du doch nicht ernst meinen. Schon auf den ersten zwei Drehbuchseiten würde der Film über 2 Millionen Dollar kosten. Ja, ich hatte so, der Film, der hieß Der Gummimann. Und ich wollte also auf einer abgesperrten Autobahn drehen mit Hubschraubern und mit einer Massenkarambolage. Und da sollte ein Ölfleck auf der Autobahn sein. Und daraus würde dann jemand aufstehen und so entstehen aus Gummi und der würde sich in die Büsche schlagen und dann würde dann irgendwie der entdeckt werden von einem Pariser Fabrikanten, weil der aus Gummi ist, sollte der für den Reklame machen und sich zwischen zwei rosa Elefanten anmalen lassen und in einer Fernsehshow so auf 11 Meter ziehen lassen. Und das war ein ganz tolles Programm. Cameron dann zu Terminator 2 inspiriert. Ja, das hätte der wahrscheinlich auch noch fertig gebracht. Auf jeden Fall haben die dann gesagt, das geht nicht so, das kann man nicht machen. Aber ich habe eine Drehbuchförderung gekriegt, damit ich ein richtiges Drehbuch schreiben kann. Und dann habe ich gar kein Drehbuch geschrieben, sondern ich habe direkt einen Film gedreht davon. Natürlich ohne Abrechnung alles. Und der Film hieß Stangenfieber. Etwa 10 Minuten lang. Und dann hieß es, ich müsste jetzt alles auch abrechnen, weil ich habe 20.000 Mark gekriegt damals. Und dann habe ich gesagt, wieso? Wieso soll ich das denn abrechnen? Für wen denn? Ja, das habe ich vom Land gekriegt, da Förderung, ne? Wie ist das, glaube ich. Ne? Ja, und dann habe ich dann irgendwie versucht, das irgendwie dann nachträglich noch irgendwie, hat mir einer geholfen. Ich glaube, der Michael Wiedemann hat mir geholfen, der war damals auch Geschäftsführer gewesen, hat selber auch Filme gemacht, zum Beispiel Theo gegen den Rest der Welt hatte er Produktion gemacht. Und der hat mir dann geholfen, da alles aufzulisten und so. Und da habe ich gedacht, boah, so was mache ich nie mehr, so eine Scheiße. Und dann habe ich immer so Videos gedreht. So wie ich selber habe ich so eine Kamera hingestellt in meinem Wohnzimmer, in meinem kleinen Wohnzimmer. Habe so Bettlaken an der Wand gemacht und so, dass alles weiß ist. Dann habe ich Skier angezogen, habe die Kamera aber schief gestellt, dass man denkt, ich fahre einen Berg runter und habe dann dabei so Vollplayback ein Lied von Sinatra gesungen. Und solche Videos habe ich gemacht, um dann beim Fernsehen vielleicht mal anzukommen, dass ich da auch mal in so einer Fernsehshow auftreten darf. Und in der Tat bin ich dann, und ich höre dann auch auf zu reden dann, in so einer Fernsehshow, ich habe dann immer da angerufen und so geguckt und so weiter. Und dann bin ich in einer Fernsehshow aufgenommen worden. Da sollte ich dann ein bisschen Gitarre spielen. Mit einer Elektrogitarre sollte ich einen Song, den ich schon damals für Johnny Flash gemacht habe. Der Song hieß, glaube ich, Mädchen wollen küssen. Und den habe ich dann gesungen. Und dann saß noch der Friedrich Jahn da. Das war der Händelkönig als Talkgast. Auch schon lange tot. Und Mareike Amado oder wie sie ist, weiß ich auch nicht. Genau. Heißt sie noch. Hat dich das eigentlich erstaunt? Du bist ja immer wieder vom Mainstream entdeckt, umarmt und vielleicht auch erwürgt worden, ich weiß es nicht, und immer wieder rein, Mainstream geschrammt, rein, raus. Hat dich das, du sagst gerade, du wolltest, aber gab es auch den Punkt, wo du gesagt hast, das will ich eigentlich nicht? Ja, in dem Moment, immer sofort. Ja. Sobald ich irgendwie so ein Fernsehstudio von innen gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, warm hier, so unecht, die Scheinwerfer so blöd eingestellt, gefällt mir alles nicht, reflektierende Flächen am Fußboden, wollte ich alles nicht haben, ist ja kein Theater. Und dann habe ich immer... Ich habe immer meine Sache so weitergemacht und bei Filmen ist das dann eines Tages auch so gekommen. Jetzt die Frage nach dem Verhältnis zum Erfolg. Das heißt, der Erfolg ist dir unterlaufen. Das ist nicht was, wo du gesagt hast, ich will die vielen Zuschauer, ich will die Nummer 1 in den Charts. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe nur über Qualität nachgedacht. Ich habe immer gedacht, ich mache Qualität. Ich mache etwas,
was gut ist. Und wenn das viele haben wollen, gerne. Wenn das wenige haben wollen, egal. Und so denke ich auch heute noch. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man so denkt, damit man auch bei seiner Kunst bleibt und nicht sich verkaufen lässt. Verkauft. Das ist nicht so ganz viel, was Frauen wollen. Also ich habe zufällig gerade The Future is Unwritten, den Film Virtual Strummer gesehen, da ist die Clash, die ja so eine Arbeiter, also die auf einmal von ihrem Erfolg von den USA auf einmal nicht mehr wussten, wie geht es noch zusammen, eine linke Punkrock-Band zu sein, die auf einmal so umarmt wird und dass das eine ganz schwere Identitätskrise auch hervorrufen kann. Hast du sowas erlebt, dass der Erfolg dich auch einfach belastet hat? Nee, hat mich... Habe ich nicht erlebt, weil das ist auch was anderes, was ich mache. Ich mache nicht, sagen wir mal, okay, The Clash, wie du gerade gesagt hast, hat linkes Songmaterial gegeben und ist von der Popmusikbranche natürlich überrollt worden und die wollten auch Popmusik machen. Sie wollten gleichzeitig auch, dass es für viele ist. Und ich mache ja keine Polit-Songs oder so. Ich mache eine ganz andere Politik. Ich bin reiner Künstler oder reiner Clown. So, und das ist eine ganz eigenständige politische Angelegenheit. Man kann es politisch nennen. Aber magst du ganz kurz sagen, was da politisch für dich ist? Politisch heißt für mich, dass Gemeinschaft irgendetwas daraus lernen kann. Ja? Das heißt für mich politisch in dem Moment. Oder auch nicht lernen, also erfahren. Ja? Und dieser politische Moment bei einem Künstler ist immer der, wenn er etwas von sich gibt, was von ihm selber ist. Und dieses von mir selber drückt auch mich aus. Und wenn ich echt bin und wenn meine Kunst, wenn ich zu meiner Kunst stehe und das echt ist, dann drückt diese Kunst mich aus und multipliziert mich. Dann bin ich eine Partei. Ja? Dann sage ich damit meine Meinung. Und die Meinung, die ich damit sage, zum Beispiel mit einem Film, in dieser Struktur, mit diesem Typen und so weiter, ist, die geht eigentlich ein Stück weiter wie die Politik selber. Das ist überpolitisch. Also das ist eigentlich eine Lebensanschauung. Und darum geht's. Du sagtest vorhin kurz bei Neil Baxter, bei einer Szene, das ist der neue Tatort. Und ich glaube, das war kein Scherz, oder? Das war ein Scherz. Aber diese Form. Ich habe es nur verglichen mit einem heutigen Tatort und habe gedacht, das ist ja genau dasselbe, nur in Reinform. Ich würde ganz kurz nochmal, weil es soll auch Fragen aus dem Publikum gleich noch geben, wahrscheinlich nicht zu dem Film, den Sie nicht kennen, aber vielleicht auch das, alles ist ja möglich hier, aber das heißt aber auch, die Form, wie du Künstlertum und politisches Künstlertum beschreibst, dass was mit Kontrolle zu tun hat und das jetzt mal zurück zu dir als Filmemacher, dass du auch Autorenfilmer im so ziemlich vollständigsten Sinne des Wortes bist. Das heißt, dass du den Film in nahezu jedem Gewerk eigentlich kontrollierst und dominierst, oder? Es ist so, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, zu denen ich Vertrauen habe, die mir auch vertrauen. Und dass ich zum Beispiel, ich nehm jetzt einfach mal Foxy, den Kameramann. Wir kennen uns schon lange und ich gehe mit dem ins Bild, ich gehe mit ihm irgendwo hin, wo wir auch beide uns das vorher ausgesucht haben. Und dann vertraue ich auf seine Arbeit und er auf meine Arbeit. Meine Arbeit ist die in einem Moment, wo ich denke, jetzt könnte ich ihm zum Beispiel sagen, dass diese Blickrichtung brauchen wir, glaube ich nicht. Ich würde lieber dafür da vorne etwas machen. Und zwar mit einer Brennweite, also ist jetzt so ganz exakt, also mit einer anderen Brennweite. Und zwar, ich möchte nicht so nah ran, sondern ein bisschen weiter weg. Dann ist Foxy hingegangen und wir haben uns zusammen das dann angeguckt. Und dann haben wir zusammen entweder entschieden, wir machen es so, wie ich will. Und damit war er praktisch, er hat dann praktisch gesagt, okay, das stimmt. Das ist besser so. Oder er hat gesagt, er hat Argumente angeführt, hör mal, pass auf, das geht nicht, das andere, ich biete dir was anderes an, das ist dann schöner. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir das andere.
Das heißt aber nicht, dass ich die Sache nicht dominiere. Das ist ganz klar. Und nachher ist es so, ich lasse mich auch selber von Ideen dominieren, die ich vorher nicht habe. Das heißt, ich improvisiere. Der Dominator ist nicht unbedingt dann ich, sondern die Improvisation, der Zufall, das Licht, das verschwindende Abendlicht, das alles zusammen ist dann praktisch viel, sagen wir mal, das führt einen dazu, so eine Arbeit auf die Beine zu stellen. Es ist nicht so, dass ich hingehe und sage, das wird so und so und so gemacht. Im Gegenteil. Das ist, wir arbeiten spielerisch zusammen. Und zwar alle Abteilungen. Es ist aber in der Tat auch vorgekommen, dass ich mal irgendwie eine Sache vollkommen umgekippt habe. Also da hatte ich irgendwie vorher mir einen Drehort gesucht, zusammen mit anderen. Und dann bin ich auf dem Weg zur Arbeit irgendwo anders hergefahren und dann fand ich das viel besser. Und dann bin ich dahin zum Drehort, da war schon alles aufgebaut und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen woanders hin. Und dann bin ich natürlich der Chef und dann packen alle ein und gehen mit. Aber es geht nicht anders, glaube ich. Es klingt eigentlich nach einem Produzentenalbum oder Produzent Ulf Israel hat sich also im Kleinkreis und gelobt in Time, in Budget und alles prima. Wie verträgt sich das? Weil es klingt ja eigentlich so, als könnte es kompliziert werden, aber gleichzeitig scheint es ja auch extrem diszipliniert abzulaufen. Ja, zum Beispiel Budget, sprichst du was an, ist eine absolut disziplinierte Sache. Und das habe ich ja gelernt, auch ich bin selber ja schon seit 30 Jahren auf der Bühne tätig oder länger, fast 40 Jahre, und habe selber immer, setze mir ja selber Grenzen. Zum Beispiel, ich mache auch viel selber. Und die Grenze, zum Beispiel beim Budget im Film, ist so, wenn ich weiß, beispielsweise wie die Sache mit der Autobahn absperren und zwei Elefanten ziehen mich auseinander. Da weiß ich mittlerweile, das geht nicht. Ach, du warst der Gummimann. Ich war der Gummimann, ja natürlich. Ich hab ja, wenn ich dann sowas geschrieben habe, dann habe ich das für mich geschrieben, damit ich weiß, dass derjenige, für den ich das geschrieben habe, auch machen kann. So war es jetzt ja auch. Es ist so, dass das schon sehr diszipliniert ist. Dass ich immer im Kopf habe, Peter Bursch von der Bröselmaschine hat mal ein Lied geschrieben, Schere im Kopf. Das ist eine Schere im Kopf, die ich dann habe, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine negative Schere, sondern es ist die Schere, es ist einfach nicht mehr Geld da. Wir müssen schon aufpassen, dass wir jetzt nicht völlig ausflippen und dann Sachen machen wollen, wodurch dann andere Sachen, die wir dann, um den Film wirklich als ganzen Film herzustellen, die wir nicht können, weil uns keiner dafür Geld gibt. Weil selber könnte ich das Geld da nicht reinstecken. In so einem Film. Das ist einfach, es kostet einfach einen Haufen Geld, einen Film zu machen, herzustellen. Meine letzte Frage deswegen auch zurück zum: Wie muss man sich deine Bucharbeit vorstellen? Also, das hat jetzt knapp 10 Jahre gebraucht. Also, wann ist so der Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich was? Also, dass du genötigt oder sagst du, ich will jetzt und ich habe jetzt was und dann ist die Zeit wieder reif? Wie geht das? Wann ist ein Thema da ein Stoff und wie muss man sich dann die Bucharbeit von dir mit dir vorstellen? Eigentlich ist es, das ist eigentlich die schlimmste Arbeit. Mhm. Außer Interviews geben. Also ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt hier ein Gespräch haben, das ist was anderes. Interviews geben ist zum Beispiel, wenn ich Zeitungsinterviews gebe. Mhm. Das ist schon ganz schön anstrengend, weil ich muss die dann alle lesen und dann wegstreichen, weil ich nicht haben will. Wenn die schreiben irgendwie, wenn die zu gut schreiben. Ne? Man will ja nicht immer angeben. Aber ein Drehbuch ist eigentlich nicht mein Ding. Ich finde Figuren gut. Also Figuren sind mein Ding. Also Leute, das finde ich klasse. Und okay, wir haben ein Drehbuch geschrieben und zwar ist das unabdingbar, wenn man einen Film machen will, weil das will jemand lesen, der einem das Geld dafür gibt. Wenn du einfach nur sagst, hör mal, ich will einen Film drehen,
Gib Geld. Das wäre meine Traumvorstellung. Und in der Tat dann auch das Geld zu bekommen. Und dann auch zu überlegen, ob ich vielleicht doch keinen Film mache. Nein, ich würde dann auch einen Film machen. Und so machen Woody Allen Filme, glaube ich, oder? Jedes Jahr einen und egal was. Meinst du, der braucht gar kein Drehbuch zu schreiben? Kann sein, ja. Aber dafür hat er den Rhythmus. Spielt er denn selber mit auch wieder? Manchmal ja, manchmal nein. Letzter Zeit wenige. Das könnte ich mir nicht leisten. Ich muss immer selber mitspielen. In einem Film, wo drin steht, Helge tritt auf. Statt Scarlett Johansson. Oder? Ja, mit der würde ich aber auch gerne mal drehen. Der hat aber dann nicht mitgespielt. Gut, aber genau. Aber klar, der nächste Projekt. Dann ist, glaube ich, gewünscht, dass wenn Sie noch etwas wissen wollen, aber ich glaube, so, ja, genau, dass Sie das jetzt. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ne? Geben Sie kurz ein Zeichen, ich komme mit dem Mikrofon rüber oder gebe es kurz noch. Das sprach aber was ganz Tolles. Was ganz Tolles. Also, was versuchst du durch dein Wirken in den Leuten zu bewegen? Oder äußerst du, also lässt du nur das raus, was du so tief in dir fühlst? Oder hast du dann eine wirkliche Motivation? Die Motivation ist die Humor. Meine Motivation ist Humor. Humor ist gesund. Meine Motivation ist Lachen. Ist schon Lachen. Und auch Situationen vergleichen zum Beispiel. Ich drehe einen Film, wenn du dir den anguckst, dann siehst du auch Sachen wieder, die du vielleicht woanders gesehen hast. Ich habe eben ja schon mal gesagt, Tatort, bei 00 Schneider war das. Und wenn du dann die Assoziation hast, Tatort, dann musst du lachen, weil dann wird dir bewusst, wie albern Tatort ist. Sowas will ich ja auch heraufbeschwören, sage ich. Wie albern, wenn er nicht so ist wie dein Film. Was? Eigentlich, weil eigentlich wegen des Abstandes zu deinem Film ist Tatort. Weil Tatort will eigentlich dasselbe. Will unterhalten. Aber schafft es nicht. Ja, ich wollte mal fragen, gegen wen du am liebsten Boxkampf machen würdest, wenn du die Gelegenheit dazu hättest. Valuje. Ich habe in der Tat schon mal einen Boxkampf gehabt. Und zwar gegen Mustafa Teddy Eddy aus Ghana. Und zwar war das Trommeln. Das war ein Boxdrumming hieß das in Düsseldorf. Da haben wir in einem Ring, er hat in der einen Ecke, ich an der anderen Ecke getrommelt. Schon lange her, war glaube ich für einen guten Zweck. Du fängst also einen Film an zu machen mit einem Buch, improvisierst aber gleichzeitig. Wie viel von dem ursprünglichen Buch ist am Ende noch in dem Film? Eigentlich nicht sehr viel. Jetzt ist natürlich hier die Frau von Hessen Invest hier. Und die hat ja nach dem Buch auch so ein bisschen dann geguckt, ob sie da 100 Euro dazu tut. Und, aber es ist in der Tat so, dass ich kann das nicht. Ich kann nicht das genau, wenn ich die Zeit vergeht, wenn du ein Buch geschrieben hast und wenn es dann zum Film kommt, dann ist 9 Monate sind dann vergangen, zum Beispiel vom Anfang des Schreibens bis zum ersten Drehtag sind 9 Monate vergangen, was sehr schnell ist. Aber in meinem Kopf hat sich so viel geändert und durch die verschiedenen, ich habe ja in der Tat auch, das kann ich ja ruhig sagen, ich habe versucht auch mit richtigen Schauspielern zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten. Es gibt auch viele Leute, die sagen immer, toll, ich will mal einen Film mit dir drehen. Aber wenn es darum ging, dass es dann ins Eingemachte ging, wenn die dann ein Drehbuch gekriegt haben von mir, das 40. was ich schon umgeschrieben habe, extra für diesen Schauspieler oder für diese Schauspielerin, um die, sagen wir mal, da rein zu integrieren in diese Leute da oder so. Und dann kam immer so die Idee, dass diejenige oder derjenige Schauspieler Schrägstrich in
das doch noch ein bisschen besser und anders und die Rolle und ich will freundlicher wirken und sowas alles. Und das habe ich 5-mal erlebt und so weiter. Ich muss dazu sagen, der letzte, den ich auch gerne mit dabei gehabt hätte, da war ich bei ihm zu Hause bei Otto Sander, der hätte das auf jeden Fall mitgemacht. Der ist aber am nächsten Tag die Treppe runtergefahren. Und dann haben wir schon angefangen zu drehen und dann habe ich gedacht, nee, das können wir nicht machen. Der ist ausgerutscht und dann war das so. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt nehmen wir gar keinen Schauspieler, jetzt nehmen wir alles die Leute, die wir sowieso schon kennen hier. Was weiß ich, hätte ja von euch auch einer mitspielen können. Ne? Ja, ich möchte mich erstmal von Förderseite beruhigen, dass dein sehr kluger Produzent Ulf Israel einfach schon geschrieben hat, dass mit dem Drehbuch, das nimmt man nicht zu ernst. Ja, ja, also er hat da schon vorgebaut. Ja. Ich habe den Film ja schon sehen dürfen und finde ihn auch ganz, ganz klasse und habe mich erstmal sehr gefreut, mal wieder einen inszenierten und von dir auch toll gespielten Earthquake, also Erdbeben zu sehen. Ja. Ewig nicht mehr gesehen. Und es sind ja sehr viele Tricks dabei, die eigentlich an das frühe Slapstick-Kino erinnern. Ich habe auch bei deiner Carte Blanche gesehen, das sind auch ein paar Namen, die werden auch wiederkommen. Mhm. Und deswegen auch meine Frage, wie siehst du dich da, in welchen Verhältnissen verortest du dich da? Im Verhältnis Kino Helge? Sozusagen. Charlie Chaplin Helge. Charlie Chaplin. Genau, Buster Keaton. Naja, ich lebe in einer völlig anderen Zeit wie Charlie Chaplin und Buster Keaton. Ich habe auch natürlich, wir müssen einfach mal sehen, Charlie Chaplin hatte wahnsinnig viel Geld zur Verfügung, um seine Improvisation in seinen eigenen früheren Filmen vor allen Dingen zu machen. Er hat ja teilweise 100-mal dieselbe Szene immer anders in anderen Varianten drehen können. Das war natürlich die Pionierzeit auch des Kinos oder sagen wir mal die auslaufende Pionierzeit, wo man auch wirklich, wo jeder Interesse dran hatte, irgendwie wahnsinnig viel zu machen. Heute sieht die Sache ja ganz anders aus. Wir müssen ja immer darum bangen, dass überhaupt jemand noch ins Kino geht, bei so viel wahnsinnigem Fernsehangebot, bei 1500 Sendern, bei so viel Kinos, bei so viel Kinos, die trotz ihrer Gemütlichkeit irgendwie ungemütlich sind. Es wird ja auch sehr viel kaufmännisch daran gedacht, wenn man so die ganzen Kinos, Kinoketten so beobachtet. Es ist ein Ellbogenkampf auch zwischen Produktionen. Es gibt ja wahnsinnig viele Produktionen. Es gibt ja, wenn man so überlegt, aus Hollywood kommen jetzt in der Weihnachtszeit oder so, die machen ja alle Kinos voll. Da ist ja unheimlich was los. Und heute überhaupt einen Film zu machen, ist was ganz anderes wie früher. Und deshalb kann ich mich auch gar nicht vergleichen oder mit Charlie Chaplin auch sowieso nicht. Buster Keaton, das sind ganz andere Leute, ganz andere Menschen. Die sind zu einer anderen Zeit geboren, die haben andere Bedürfnisse gehabt, die haben andere Autos gefahren, die hatten auch ihr Seelenleben. Und bei dem einen weiß man mehr, bei Buster Keaton, da weiß man weniger. Die haben auch ein Drama. Buster Keaton ist wirklich eine Figur, die also gerade für Filme, für einen Filmmenschen so ein Urvater auch ist, so wie einer, der eine Gitarre erfunden hat oder so, weißt du? Also was ich mache, ich mache einen Film, weil ich Spaß daran habe, weil ich diese Leute liebe. Und aufgrund meiner Bühnentätigkeit kann ich auch gut mit Leuten umgehen. Und deshalb macht es Spaß auch für mich, in einer großen Filmcrew zu arbeiten. Und das Arbeiten, ich weiß nicht, einmal waren Sie ja da gewesen in Mülheim, das Arbeiten ist immer für jeden, es war nie unter Stress, und das sieht man diesem Film ganz deutlich an, dass da nie irgendwann mal wirklich Stress aufgetaucht ist. Und darum ging es mir. Darum geht es mir heute. Wenn ich einen Film mache, geht es mir heute darum, dass mir die Arbeit Spaß macht. Und früher war das sicherlich anders. Noch eine letzte Frage hier noch. Nur eine ganz kurze Frage, du bist ja auch ein super Musiker. Ist das ein großes Glück, dass du das so gut kombinieren kannst? Oder wärst du auch vielleicht gerne einfach nur Musiker? Ich meine, das Video vorhin, das war ja fast ein Hip-Hop-Video. Naja, ich habe noch bessere Videos gedreht, also das finde ich jetzt nicht so, aber egal. Ich sag mal so, ich habe ja früher Stummfilmbegleitung gemacht, auch hier im Kino.
schon 1976 oder 78 bin ich hier gewesen, habe Stummfilm an der Kinoorgel gemacht und auch anders und habe mich irgendwie verliebt in diese Stummfilme, ins Kino. Also immer mehr. Und die Musik spielt eine wahnsinnig große Rolle. Auch bei der Auswahl von 8 Filmen, die ich jetzt hier praktisch dem Filmmuseum ans Herz gelegt habe, dass sie diese Filme zeigen, sieht man deutlich, dass das sind auch Musikfilme irgendwo. Da ist die Musik spielt schon eine große Rolle, also unter anderem. Und ich zum Beispiel, ich sehe das auch ganz locker mit der Musik. Ich finde zum Beispiel, in einem Film muss nicht immer Musik sein, denn der Film, die Bilder sind auch Musik. Und manchmal kriege ich zu viel, wenn ich in irgendeine neue Produktion gehe, und da ist total überkompositorisch, ist wahnsinnig viel Musik drin und so schnulzig und gefällt mir einfach nicht. Ja? Und auch in diesem Film ist, glaube ich, nicht zu viel Musik drin. Also mir macht es Spaß, auch mit Musik im Film dann Akzente zu setzen. Und das könnt ihr auch selber machen, hier im Filmmuseum, in der zweiten Etage gibt es so Maschinen, da kann man so Filmausschnitte kann man sich zeigen lassen und dann nimmt man irgendwie mit so einem Cursor kann man die eine Filmmusik, sagen wir mal von Nightmare on Elm Street, kommt die Musik auf Frühstück bei Tiffany. Ne? Und dann sieht man mal, was da passiert. Die Reihe, zu der du diese 8 Filme, Abschlussfrage, beigestellt hast, heißt Carte Blanche. Ist das auch sowas wie so ein Leitmotiv für alles, was du machst, dass du für dich immer eine Carte Blanche nimmst und du sagst so, my way on the highway? Pass auf, erstmal, als ich angerufen wurde und gefragt hatte, oder mir gesagt wurde, dass ich hier also eine Carte Blanche vom Filmmuseum Frankfurt bekomme, da habe ich gedacht, das wäre so eine weiße Karte. Ich gedacht, das wäre irgendwie sowas. Und da wäre irgendwie wär Kuchen drin, was weiß ich, weiß, ne? Oder so. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich komme. Ich weiß jetzt mittlerweile so ungefähr, was das heißt. Auch gerade, du hast das ja auch anschaulich gesagt. Und ich glaube, ich ja, Carte Blanche, das ist so eigentlich sehr, damit identifiziere ich mich. Und ich wollte mich dann aber schon von euch verabschieden. Ich gucke mir den Film auch nochmal mit an und irgendwann haue ich heimlich ab, weil ich muss nach Köln noch. Und ich wollte heute Nacht fahren, weil hier ist so eine Baustelle und da kann ich nachts besser durchschlüpfen. Dankeschön.